Bitte. Schnell reinkommen. Darf ich schon? Boah, super. Hallo! Ich versuche euch jetzt in der die nächsten Dreiviertelstunde was über das End-to-End-Testing mit Cypress zu erzählen. Und erst kurz was über mich. Mein Name ist Robert Deutz, der mich noch nicht kennt. Ich bin CMS Maintenance Lead und auch gerade der OSM-Präsident und war auch mal Release-Lead von 3.7. Also, und da könnte ich jetzt noch eine ganze Latte darunter machen, was ich alles schon mal gemacht habe, aber das ist auch nicht so furchtbar interessant. So, was möchte ich tun? Ich möchte so eine kleine Einführung geben. Ich sage dann was zum Setup, wie man die ganzen Sachen aufsetzt. Und am Ende dann so ein bisschen Beispiele. Das ist dann der richtig spannende Teil, weil das kann man nicht vorbereiten oder beziehungsweise man kann es mal ausprobieren, dann schauen wir mal, ob das noch alles funktioniert. Gut, jetzt so ein bisschen was zur Einführung. Also zunächst mal, was zeichnet gute Tests aus? So, und gute Tests sollen nachvollziehbar sein. Also man muss schon verstehen, was da getestet wird. Sonst ist es eben kein guter Test. Das ist auch etwas Interessantes, dass man kennt das, ich weiß nicht, wer ist hier Developer, seid ihr alle wahrscheinlich, mehr oder, nein, alles klar, keiner, na super. ja, also es gibt ja dieses Test-Driven-Programmierung, das heißt, man schreibt zuerst die Tests, dann schlagen die alle fehl und dann programmiert man so lange, bis eben die Tests alle grün sind. Also Tests müssen auch auf jeden Fall fehlschlagen können, weil wenn die nicht fehlschlagen können, dann testet man auch nichts Vernünftiges. Also man muss also immer schauen, dass der auch fehlschlagen kann. Wiederholbarkeit ist auch wichtig bei Tests. Das heißt, Tests müssen auch in einer unterschiedlichen Reihenfolge laufen können. Es gibt auch Tools, zum Beispiel bei Unit-Tests, die diese Tests in unterschiedlichen Reihenfolgen in einer zufälligen Reihenfolge ablaufen lassen. Das heißt, Tests sind wiederholbar und sollen auch unabhängig voneinander sein. Das heißt, also, wenn ich jetzt irgendwie einen Teil von der Anwendung teste, dann soll das nicht basieren auf einem anderen Test, der vorher gelaufen ist. Man baut sich also quasi immer für seine Tests seine Umgebung, seine Welt zusammen, testet in dieser Welt und danach schmeißt man die dann am besten auch wieder ganz weg, damit man auch wieder sauber anfangen kann. Man soll auch Randbedingungen testen, also nicht nur irgendwie den normalen Fall, sondern eben auch an den Ecken von den Funktionen. Wenn man einen Unit-Test schreibt, wo der zwei Zahlen addiert, dann soll man eben gucken, dass es eben nicht nur mit 3 und 4 funktioniert, sondern eben auch mit anderen Zahlen. Auch mal mit 0, mit einer negativen Zahl, solche Sachen. Und was man auch nicht tun sollte, dass man sollte nicht die Funktion der Programmiersprache testen. Wir haben das in Joomla, haben wir das an einigen Stellen, haben wir zum Beispiel getestet, ob bei dem Instanzieren einer Klasse auch wirklich die Klasse rauskommt. Und das ist ein Schwachsinnstest, weil das ist, was die Programmiersprache kann. Und das muss ich nicht testen. Das sollte die Programmiersprache, die sollten das testen und nicht wir. So, was gibt es jetzt verschiedene Arten von Tests? Was gibt es da? Das Dumme daran ist also, die Begrifflichkeiten sind nicht immer eindeutig. Es gibt verschiedene Begriffe für das Gleiche und manche Leute verstehen unter dem gleichen Begriff was anderes. Deswegen ist das nicht so besonders gut. Das Einfachste ist das manuelle Testen, das wissen wir was alle. Ne? Das macht man so. Dann gibt es Unit, Funktional, Akzeptanz, System Test und die werden eben unterschiedlich teilweise benutzt. Da gehen wir jetzt mal kurz drauf ein. Manuell Pull Request hat wahrscheinlich jeder schon mal getestet, hoffe ich jetzt mal. Und wenn nicht, dann tut das. Und das macht man eben so, man versucht den Fehler nachzuvollziehen, man spielt den Patch ein, also was soll verändert werden, damit der Fehler nicht mehr auftritt. Und dann gucken wir, ob der Fehler behoben ist. Und dann ist oft schon so, dass dann die Leute aufhören, so nach dem Motto, ah ja, das ist die Testbeschreibung und so weiter. Was man aber immer dann noch machen sollte, soweit man es kann, ist eben überlegen, ob es Seiteneffekte gibt.
Also ob da vielleicht irgendwas anderes noch passieren könnte. Und da sollte man auf jeden Fall auch mal drauf gucken bei manuellen Testen. Unit-Tests. Unit-Tests testen eben einen relativ kleinen Teil der Anwendung. Zum Beispiel testet eine Funktion in irgendeiner Klasse, die drei Zeilen addiert, um das gleiche Beispiel zu nehmen wie vorhin. Und dieser Unit-Test testet genau diese Funktion. So, also eine Funktion einer Klasse. Und bei Unit-Tests ist das Interessante oder das Wichtige dabei, dass das in einer Art Isolation läuft. Also das soll keine anderen Bestandteile der Anwendung mit einbeziehen, wenn ich einen Unit-Test mache. Also man macht jetzt keine Datenbanktests zum Beispiel. Dann gibt es so Funktional- oder Akzeptanztests. Das wird teilweise mal so benutzt, mal so benutzt. Da wäre der Unterschied, man testet hier eben einen etwas größeren Teil der Anwendung. Das könnte jetzt zum Beispiel eine Datenbankklasse sein, die man auch dann testet, wo man auch gleich die Datenbank mit benutzt. Dann hat man also quasi diese beiden Systeme getestet und weiß, dass das funktioniert. Und dann gibt es nochmal Akzeptanz- und System-Test. Also das Akzeptanz kommt da, daher sozusagen vom Feature-Entwickeln. Ne? Also wenn ich jetzt einen Akzeptanz-Test mache, ist dieser Akzeptanztest dafür da, das Feature zu überprüfen, was man gerade programmiert hat. So, und System-Tests, die testen jetzt die gesamte Anwendung, die gesamten Anwendungsstack. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel das Anlegen einer Kategorie oder Anlegen eines Banners oder Anlegen eines Textes oder eines Beitrages. So, und darum geht es jetzt auch hier. Also das ist eigentlich das, worüber wir eigentlich reden wollten. Denn der erste Teil, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, über den ich gerade gesprochen habe und ihr zugehört habt, ist uns jetzt quasi alle mal auf so ein gleiches Level zu bringen, für uns jetzt auch verstehen. Ne? Gut. Jetzt noch ein bisschen was zu den Unterschieden dazu. Ich hoffe, das kann man alles lesen. Ich hab mich mal mit Farben ausgetobt. Es gibt also Unit, Funktional und System. Und hierin wird es schneller. Ne? Also Unit-Tests laufen im Grunde genommen deutlich schneller als so ein System-Test, wo die gesamte Anwendung getestet wird. Und auf der anderen Seite, das ist die Komplexität, nach unten wird es komplexer. So. Bei dem Unit-Test kann ich zum Beispiel relativ, weil ich ja eine Funktion teste, kann ich ganz einfach sagen, okay, wenn der Test fehlschlägt, dann ist die Funktion kaputt. So. Wenn ich bei einem System-Test fehlschlägt, also ich kann einen Artikel nicht mehr anlegen, zum Beispiel, dann ist das ja irgendwo im Anwendungstag verborgen. Also irgendwie muss ich jetzt ja den Fehler noch finden. Ich weiß zwar, dass jetzt irgendwas kaputt gegangen ist, aber ich weiß noch nicht wo. So. Wenn das jetzt im Zusammenhang mit einem Pull-Request funktioniert, also mit einer kleinen Änderung, dann weiß ich, okay, der Pull-Request macht jetzt irgendwas kaputt, was in meinem System dann nicht mehr funktioniert. So, das heißt, die Komplexität von oben nach unten und Geschwindigkeit wird schneller von unten nach oben. Deswegen sollte man immer versuchen, möglichst viele Unit-Tests zu machen. Also man kann irgendwie hunderte Unit-Tests machen in der Zeit, wo irgendwie ein System-Test läuft. So. Dann noch kurz was zu unserem Setup, was wir bei Joomla verwenden. Wenn ihr also für Joomla was einen Test schreibt oder einen Pull-Request einreicht. Wir nutzen Drone als Continuous Integration System. Und da hängen dann so ein paar Drone-Worker hinterher. Ich weiß gar nicht, 8 oder 6 oder 7 oder irgendwie sowas. Sind auch wieder Kisten, die dann selbstständig laufen. Und darauf lassen wir Docker-Container laufen, in den Docker-Container laufen die Tests. Und dann nutzen wir auch noch dieses Appware, das benutzen wir für Windows-Tests. Also das ist eine Windows-Plattform. So, jetzt haben wir das Setup. So, warum Cypress? Okay, ganz kurze Historie. Wir haben vorher Selenium verwendet für unsere System-Tests. Und das ist ein bisschen schwierig aufzusetzen. Ja, genau, ein bisschen schwierig.
Genau, ich brauche auch mal das Tartan, das gerade mal in Anschluss. Also es ist schon relativ komplex, das die ganze Sache aufzusetzen und das auch zum Rennen zu bekommen. Und deswegen haben wir uns für Cypress entschieden, weil es ein sehr einfaches Setup ist. Wir hatten auch gehofft, dass das schneller laufen würde als Selenium. Das hat sich bisher noch nicht so ganz bewahrheitet, dass das so ist. Aber man muss ja auch, glaube ich, unserer Verteidigung sagen, wir benutzen das jetzt seit April, Mai, irgendwie sowas, ja, ne? Benutzen wir jetzt Cypress, setzen das also auf und da sind sicherlich noch Möglichkeiten zur Optimierung, wo wir was besser machen können. Also wir hoffen, dass das alles noch besser wird. Cypress selber hat eine ganz gute Dokumentation. Es gibt Hömmele-Videos da, also ganz viele Videos, wer das Wort Hömmele nicht kennt. Ganz viele Videos darüber, wo das eben erklärt ist, wie man diese ganzen Sachen macht. Das ist auch schön. Dokumentation ist immer super. Man kann das eben auch benutzen, wenn man nicht wirklich programmieren kann. Also das geht schon. Es ist mehr klicki-bunti. Ne? Also ein bisschen, man muss natürlich ein bisschen was überlegen, aber wenn man Joomla versteht, weiß, wie Joomla funktioniert, dann kann man auch Cypress benutzen. So, und was eben auch noch ganz schön ist, und das ist der Unterschied, auch ein großer Unterschied zu Selenium. Selenium kann zwar Videos machen und Screenshots machen, aber eigentlich ist das so eine Blackbox. Da kann man nicht so wirklich reingucken. Und wenn man Fehler in dem Test drin hat, dann findet man die nicht. Und bei Cypress ist das sehr gut nachvollziehbar, die Tests. Also man kann sich das sehr gut ansehen. Man kann sich das auch visuell ansehen, was passiert wo, in welchem Schritt. Das zeige ich nachher. Das nennt sich bei Cypress Time Traveling. Genau. So, was braucht man jetzt für ein normales Setup? Man braucht nicht unbedingt alles, aber das würde ich jetzt mal als sinnvoll erachten. Also man sollte ein Git haben auf seinem Rechner. Man braucht Node. Man braucht natürlich eine Datenbank, wenn man Joomla testen will auf seinem lokalen Rechner. PHP wäre auch nicht schlecht. Ne? Und dann braucht man noch Composer. Das ist ein PHP-Package, ein Webserver und quasi ein Editor. Ich glaube, für Leute, die sich jetzt gar nicht mit Programmieren auskennen, ist das vielleicht doch noch die größte Hürde, das zu machen. Aber es gibt für diese ganzen Sachen, gibt es Terabyte an Dokumentation irgendwo im Internet. Wie setze ich mein GIP auf einem Rechner aus oder wie installiere ich Node? Also das ist, wer googeln kann, der schafft das. Also da bin ich ganz, bin ich mir ganz sicher, dass das funktioniert. So, und es gibt auch noch so in der Dokumentation, wie man das macht, wie man das Setup macht. Auf manual.joomla.org, das ist unsere neue Seite quasi, um unsere Dokumentation zu machen. Wir haben uns im Projekt an einigen Stellen vorgenommen, dass wir mehr dokumentieren wollen, bessere Dokumentation haben, damit die Leute einfach auch in diese ganzen Themen reinkommen. Und das ist eben eine dieser Initiativen, dass wir da eine Dokumentation haben. Das ist noch im Aufbau, aber auf jeden Fall, das gibt es schon mal. Jetzt für Cypress aufzusetzen, ist das im Wesentlichen so ein npm-ci in dem Joomla-Verzeichnis und das war's. Und dann braucht man noch so eine Konfiguration, die zeige ich gleich noch. Und das war's. Das heißt, das Setup ist also schon einfacher. Jetzt habe ich hier Demo-Fragezeichen hingeschrieben. Ich kann das gleich nochmal zeigen, wie man es installiert, was man alles machen muss. Aber das würde ich ganz gerne am Ende machen, wenn wir da noch Zeit für haben, weil das eigentlich relativ langweilig ist. Und ihr könnt es mir glauben, dass auf meinem Rechner funktioniert. Und ich würde das jetzt quasi nur noch mal machen. Und das ist dann ja auch langweilig. Viel lieber würde ich jetzt mit euch ein bisschen Praxis machen und euch das mal genau zeigen, wie das geht. Und jetzt kommen wir zu dem Moment, wo der Frosch ins Wasser fällt. Gibt es da irgendwelche Fragen?
Okay, das kann jetzt zwei Gründe haben. Entweder war ich so gut und habe das so toll vorgetragen, dass ihr keine Fragen habt, oder ihr habt kein Wort verstanden, was von dem ich geredet habe. Ich hoffe Ersteres. So, kann man das, ja, das kann man lesen, ne? Ich benutze auf meinem Rechner auch eine relativ große Schrift, von daher. Das bringt das Alter mit. Ich kann nicht mehr so kleine Schrift, kann ich nicht mehr lesen. Okay, so. Das ist jetzt mein Fork von Joomla. Das ist bei mir lokal installiert. Es gibt so ein paar tote Konfigurationsdateien hier. Und es gibt diese beiden Konfigurationsdateien für Cypress. Das ist die, die wir mitliefern. Diese hier. Da braucht er erstmal nichts dran zu tun. Da werden ein paar Pfade und so weiter gesetzt. Und das ist jetzt hier quasi das Überschreiben der Konfigurationsdatei, wie ich das bei mir lokal habe. Ihr seht, also ich habe extrem gute Passwörter für die Datenbank benutzt. Und ansonsten sind jetzt hier diese Werte, also mein Zeitname, Name von dem Benutzer, Admin und bla bla und so weiter. Welcher Datenbanktyp, wie der Prefix davon heißt und so weiter. Welche Datenbank für den Test benutzt wird. Unsere Tests an sich sind unter Cypress und da ist mir jetzt im Grunde genommen, eine Sache ist mir da schon aufgefallen. Hier steht Integration. Eigentlich müsste da System stehen, finde ich. Ich glaube, wir müssen da nochmal was umbenennen. Da sind also unsere Tests drin. Und es gibt also einmal einen Installer, einen Test zum Installieren. Und das zeige ich jetzt mal. Und zwar, jetzt bin ich in dem Verzeichnis hier drin. Und so startet man jetzt Cypress. Das ist also der Befehl dazu, der steht auch in der Doku drin. Ich gehe hier direkt ins End-to-End-Testing rein. Als Browser nehme ich Chrome und die Basis-URL, die hier auf meinem Rechner ist, das ist das hier. Und ich kann da mal mit dem mir das auch glaubt. Schläft der Hund wieder? Ich habe schon davon gehört. Also, das ist jetzt mein lokales Joomla hier an der Stelle. Und das ist jetzt sogar schon installiert. Aber so, ich starte das jetzt mal. So, und was passiert jetzt? Jetzt gehen so ein paar Fensterchen auf. Hoffentlich. So. So, ihr seht jetzt hier, Chrome wird von automatisierter Testsoftware gesteuert. Warum das jetzt hier kommt. So, und jetzt gehen wir mal das sind jetzt die Tests, die wir hier gerade haben. Und jetzt gehen wir mal in den Installationstest rein. Also das Ding ist zwar schon installiert, aber ihr könnt mir glauben, am Anfang der Installation wird die Configuration PHP gelöscht. Und das ist auch das, was bei diesem Test am längsten dauert. Also, kann man das lesen? Warte mal. Das wird jetzt, glaube ich, dann zu groß. So, also, jetzt kann man es lesen, oder? Okay. So, und jetzt seht ihr also, was passiert. Dann wird was WLAN. Das ist nur, wenn er erfolgreich war. Gut, so, und haben wir also die Tests gesehen. Also du siehst also wirklich visuell, was passiert. Ne? Und jetzt kommen wir mal, wenn man jetzt hier drüber geht, dann seht ihr die ganzen Schritte. Also was wurde da gemacht? Da haben wir Disable Statistics.
Kannst also jetzt quasi in der Zeit zurückgehen und kannst gucken, was ist jetzt in dem einzelnen Schritt, was ist da passiert, was ist da gemacht worden. Ne? Nein, das ist Nee, kein Screenshot. Nee. du hast kein Screenshot. Und das ist einfach so. Also das ist jetzt quasi der Test. So, und den könnte ich jetzt, den kann ich noch ein paar Mal laufen lassen. Genau. So, und jetzt habe ich gesagt, Tests müssen fehlschlagen können. Ne? Jetzt lösche ich mal das Datenbankpasswort. Ja, war's. Jetzt hat er die Konfiguration neu geladen. Das müssen wir irgendwie mal rausnehmen. Da. So, und das hat jetzt nicht funktioniert, ne? Das nicht funktioniert? Der macht jetzt noch die Ajax, die Ajax-Quests, ne? So, bop. Also, das ist jetzt fehlgeschlagen. Ja. Bring das jetzt wieder zurück. Beste Passwort von Welt. Und das Schöne ist auch, dass wenn du jetzt, wenn du an den Test also arbeitest, der lädt die Sachen auch immer wieder neu. Also du brauchst quasi, du kannst an den Test jetzt irgendwas machen und dann funktioniert es. Jetzt haben wir noch so ein paar andere Tests. Machen wir vielleicht mal. Entschuldigung, ich habe Sie eben nicht gesehen. War das eine Meldung zu langsam in die Datenbank oder etwas? Im Timeout. Ein Timeout ist Ach so, an ne? 5, glaube ich. Ja. Also der ist dann in den Timeout gelaufen. Also die Installation hat nicht funktioniert. So. Jetzt machen wir nochmal Installation. Jetzt hatte ich ja vorher gesagt, dass die Tests nicht voneinander abhängig sein dürfen. Ne? So, es ist natürlich bei der Installation ist das ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt die anderen Tests mache, also die ganzen Content-Tests, dann sollte man natürlich vorher installiert haben. Ansonsten macht das echt so wirklich wenig Sinn. Ne? Ja, genau. Wir arbeiten selber auch noch an der Qualität von den Tests. Ne? Also die Installation ist jetzt fehlgeschlagen, weil er eben den Ajax-Request nicht gesehen hat, den wir bei einer erfolgreichen Installation sehen wollen würden. Und eigentlich müsste man jetzt irgendwie das anders abfangen, dass man irgendwie sieht, okay, Warum? genau, Genau. da ist jetzt irgendwie ein, also es ist überhaupt, der Ajax-Request ist ja gar nicht abgesetzt worden, also da müsste jetzt dann schon was kommen. Nee, warum? Nee, der hat das schon versucht zu installieren, aber das Datenbankpasswort war ja leer und deswegen konnte es die Datenbank nicht connecten. Genau, er hat ja Ne? dann statt zu sehen, okay, da ist jetzt ein Fehler gekommen, hat er gesagt, da ist Ja. jetzt der Genau. Ajax-Request. So, jetzt machen wir noch jetzt mache ich mal diesen Content-List-Test hier. Da sieht man also auch, der loggt sich jetzt ein. Jetzt macht er irgendwie einen Artikel. Jetzt werden die ganzen Status durchgegangen, ob dann die ganzen Sachen immer auftreten. Und ganz am Ende des Tests wird der Artikel gelöscht. Ne? So. Und das ist jetzt im Grunde genommen das ist das, was ich jetzt vorhin meinte. Also den Test können wir jetzt irgendwie noch drei, kann ich jetzt noch 23 Mal hintereinander laufen lassen. Der funktioniert weiterhin. Na? So. Okay, bis hierhin Fragen. Wie findet ihr das? Kurze Frage, wie ist das mit den, wenn die Datenbank mal zurückgesetzt oder habe ich dann die Artikel-IDs laufen weiter, oder? Ja, klar. Nein. Ja. Das mal, der machen wir jetzt Truncate für die Table. Das machen wir nicht, ne. Aber wenn du die Installation immer jetzt hintereinander anklickst, wird die Datenbank vorher auch platt gemacht. Nee, aktuell nicht. Also schreibst du über die Tabellen drüber. Genau. Da schreiben wir einfach drüber.
Die Konfigurationsdatei wird ja gelöscht und dann wird da drüber geschrieben. Der Installer sichert dann die alten Dinge anders dran backen und dann, also zu die Tabellen benennen. Ja, macht er das wirklich? Na, ja, und dann sehen sie den. Was passiert dann beim zweiten Mal? Backback? Backback? Nee, das macht er nicht. Dann löschen sie tatsächlich, denke ich mal. Ja. Das habe ich zuletzt so beobachtet. Okay, gut. Kann man das sozusagen in der Hand in der Snapshot irgendwie merken? Du kannst Videos machen davon. Du kannst jederzeit per Befehl einen Screenshot machen. Also könntest du dir für deine Dokumentation Tests schreiben, wo du dann die Screenshots jeweils dann immer machst und dann hast du deine Screenshots für irgendwie für Dokumentation. So als wilde Idee, ja. wenn man da dran kommt. Doch, das geht auch in Detail. Ja, also die haben einen Service, einen Testing-Dashboard, wo die jetzt dann, wo das hochladen werden kann, dann kannst du das eben mal gucken. Aber das ist halt der. Ja. Aber wir machen ja bei den automatisierten Tests nach wie vor Screenshots von den Bildschirmen. Ja. Wir machen nichts mit deren Bezahlungsservice. Obwohl wir die wahrscheinlich sogar umsonst kriegen würden. Also, aber das ist eben so eine Konsole, wo du die ganzen Tests dann auch nachvollziehen kannst. Und also relativ mächtig. Aber wir wollen erstmal irgendwie, dass wir unsere Tests einigermaßen ans Laufen bekommen. Na? Okay. So, jetzt haben wir noch 20 Minuten Zeit. Dann versuchen wir noch was ganz crazy. Das wäre jetzt der. Ich zeige jetzt einmal hier diesen Test, was da drin steht. Guter Hinweis. Ich wollte mal probieren, noch mal einen Test zu schreiben. Das hatte ich jetzt. Und das wäre jetzt der crazy Part gewesen. So. Also das ist jetzt zum Beispiel der Test für den Artikel. Und da benutzen wir aktuell so ein paar Funktionen hier, die stecken in. Ich kann ja mal über diese Verzeichnisse mal kurz drüber gehen. Also man kann bei Cypress, das ist JavaScript, und man kann eben da auch so Kommandos sozusagen hinzufügen. Ja? Und das machen wir doch mal irgendwie. Machen wir mal den hier. Also den hier. Kann man das so besser lesen oder schlechter? Das ist jetzt quasi ein Kommando, was dazu addiert wurde, was dazu gefügt worden ist, was wir dann später benutzen. Was dann auch wieder weitere Funktionen benutzt. Okay, ja. Gibt das alles schon? Ist das nur für T-Mode oder sind das alles Dinge, die man selbst. Das ist der aktuelle Chorstand. Das heißt, ich kann, also wenn ich das jetzt brauche, da eigentlich was schreiben mit zum Beispiel Artikel oder lege einen anderen, das kann ich alles schon benutzen, weil es ein fertiges Kommando gibt. Ja. Das sind 4.3. 4.3 ist das drin, ja. Ja. Wir haben das schon ein bisschen erweitert. Und zwar, so, ich weiß nicht, wenn einer sich schon mal mit unserem Testing-Set aber auseinandergesetzt hat, wir haben früher sowas wie, haben wir immer noch Joomla Browser und die Funktionen, die in Joomla Browser drin sind, die haben wir jetzt in diese Joomla Cypress Paket ausgelagert und da findet man zum Beispiel auch die Installation. Na? Und da sieht man jetzt diese ganzen Schritte, die man jetzt hier sieht. Das ist also
Du kannst also was ins Log reinschreiben. Du kannst auf eine Seite gehen, das ist Visit. Dann adressierst du hier ein Element, also das JForm Language, das muss es geben und es soll sichtbar sein. Ja. Hier wird das entsprechend, das ist ja eine Auswahlliste, das wird also ja die Sprache wird hier ausgewählt. Und dann soll das Label Select Language heißen. Genau. Man kann typen, also man kann was reinschreiben in ein Feld. Also in Zeitname wird das, was in Config Zeitname steht, wird da reingeschrieben. Frage, kann ich die einfach überschreiben oder werden die mit der Aktualisierung des Branches dann auch überschrieben bei mir lokal? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine deutsche Sprache installieren will zum Test und nicht Englisch, dann müsste ich das ja hier an der Stelle ändern, oder? Dann müsstest du das an der Stelle ändern, ja. Oder gibt es die Möglichkeit, einen eigenen Ordner zu machen, wo ich die Kommandos erweitern oder überschreiben kann? Du kannst dir ja für deine Sachen, kannst du dir ja auch, du kannst im Grunde genommen, könntest du das rauskopieren, könntest dann hier Deutschland schreiben, schreibst du, machst du eben Install in German oder was weiß ich. Also ich mache dann einen komplett eigenständigen Installer-Prozess. Ja, ja. Mhm. Sowas könntest du machen. Du kannst auch mehrere. Wir haben glaube ich sogar einen Multilanguage-Install, ne? Guck mal, Install Multilanguage Site. Da kannst du sogar die Sprachen angeben. Geil, ne? Also sollte man den halt optional machen oder eine Option für einbauen. Ja. Aber wir sind halt noch dabei, ne? Wir lernen das ja auch gerade. Genau, und und wir hoffen, also mit diesem Vortrag hoffen wir eigentlich, dass wir viele Leute finden, die das genauso geil finden wie wir und dann mitmachen. Das ist eigentlich unser das, was wir hier wollen. Ja, ich muss echt sagen, ich habe mich auch jahrelang gewehrt, aber irgendwann aufgegeben. Also von daher. Ja, also man kann was in Felder reinschreiben, man kann was auswählen, man kann warten hier auf irgendwelchen auf einen Ajax-Request und macht dann, danach ist dann nochmal am Ende Log irgendwie installen. Achso, das, was wir vorhin hatten, ne? Probiert den Ajax-Test, man gibt einen Timeout an und ja. Der erreicht den bei. Ja. Was auch schön bei Cypress ist, der wartet auch selber. Also wenn man hat das, das ist ein Problem, was man auch schon mal bei Selenium hat, ist, dass man irgendwie manuell Waits hinzufügen muss, weil irgendwie das Element ist noch nicht da und so weiter. Da muss man eben manuell warten. Und das macht Cypress automatisch. Also die warten auf Elemente automatisch. Du musst also keine du musst das auch nicht mehr händisch machen, dass der auf was wartet. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum die Zeit ersparen ist im Vergleich zu den Selenium-Tests nicht so groß wie erwartet ist, weil bei Selenium hat man das Problem, manchmal man die Timeouts nicht lang genug. Ja. Jetzt wartet er halt lang genug. Ja. Hier ist uns auch nur ein Timeout angegeben, weil der Default-Timeout von 5 Sekunden ein bisschen zu kurz war. Und wir auf den Drone-Workern dann ein bisschen mehr Zeit brauchen. Wenn ich da jetzt nichts angebe, dann macht er auch automatisch einen Timeout auf 5 Sekunden. Und hier sind es jetzt, soll es eigentlich 20 Sekunden sein. Ob das der Arbeit noch braucht. Ja. Aber wir simulieren dann die älteren Dienste. Ja, genau. Mich zum Beispiel. Genau, also hier gibt es auch Extensions zu installieren und so weiter. Gibt es also Kommandos, was haben wir denn noch da drin? Ja, aber du weißt ja jetzt, wie es geht, ne? Also heute Nachmittag. Ne? Genau, es gibt noch so ein paar andere Funktionen, die man hier machen kann. Und man kann natürlich auch auf die Idee kommen, sich genau so ein Package für sich selber zu schreiben. Das ist kein Thema. Und das wird dann im bei Cypress wird das dann über. Da. Genau, hier wird das also eingebunden. Register Commands, das ist die Datei.
die da eingebunden wird. So, jetzt haben wir die Tests gesehen. Ein bisschen drum. Also vielleicht nochmal zum Zusammenfassen. Wir haben ein Package gemacht, ein Node-Package, was bestimmte Utility-Funktionen schon bereitstellt, die ihr alle benutzen könnt. Das ist auch schon im Core drin, also in 4.3. Und wir dieses Package wird quasi eingebunden und wir haben aktuell so ein paar Tests, die eben was machen. Also Kategorie anlegen, Artikel anlegen und so weiter. Und die Sprache ist eben, was ihr vorhin gesehen habt, ne? Hier. Das heißt, wir werden jetzt diese entsprechenden Kommandos hier benutzt, die in Commands drin steht. Das ist auch noch nicht so besonders gut, dass wir das da drin haben. Ne? Ja. Ja. Ja, also. Hier wird ein Artikel erstellt mit gewissen Artikel-Details eben. Und jetzt probieren wir da einfach mal was. Ich weiß mal nicht, ob das. Ja, muss mal aufhören oder mal. Nein. So, ich versuche das jetzt wirklich. Mal gucken. Gibt es jetzt den? Okay, cool. So, das ist jetzt schon mal da drin. Jetzt gucke ich mir das mal kurz ab, was wir da machen. Also, es fängt eben immer an mit Describe. Und da ist jetzt der entsprechende Test dran. So, was möchte ich machen? Also, was ich jetzt machen, ich versuche jetzt mal live einen Test zu schreiben. Also, die Chancen, dass das funktioniert, sind mittelmäßig, würde ich erstmal behaupten. Und was ich machen möchte, ist testen, ob der Button, der im Artikel Manager, dieser hier, Add Your First Article, ob der Button funktioniert, also ob das einen neuen Artikel erstellt. Das ist jetzt das, was ich testen möchte. Okay. So, es gibt bei diesen Testklassen gibt es eben immer eine Before Each. Das ist also eine Funktion, die wird ausgeführt, bevor der Test läuft. Und das ist in dem, was wir jetzt hier machen, ist, wir müssen es ja einloggen, wenn wir im Backend irgendwas testen wollen. Ansonsten geht es das ja nicht. Ne? Also, dann kopieren wir das jetzt hier auch mal. Ja. Das, und es gibt After, ja, After und After Each. Gibt es also auch. So. Der einzelne Test heißt dann immer It. Oder? Ja. Das weiß ich, das kommt jetzt im Test. So, hier fehlt noch eine Klammer. So, Test, Artikel, Button, so habe ich ihn jetzt einfach mal genannt. So, ich den jetzt ausführe. Dann wird sich schon mal eingeloggt, ne? So.
dann ist das Ding jetzt aber auch schon vorbei, weil da passiert jetzt nicht mehr, passiert jetzt hier gerade nicht. So. Und jetzt, wie der Guido schon richtig gesagt hat, müssen wir jetzt auf den auf die Artikelseite, also CI, das heißt Visit. Ja, ihr habt recht, es fehlt ein I. Gib mir ein I. Ah, okay. Achso, das ist ja sowieso. Warte mal, der ist ja ferngesteuert, den kann ich gleich benehmen. Ich nehme den hier. So, also wenn man dann so einen Test versucht zu schreiben, würde ich mir dann daneben eigentlich immer die noch ein Browserfenster aufmachen, um eben zu gucken, nach was muss man suchen, ne? Local Admin, okay. Local Admin. Ah, oh, guck mal, das funktioniert sogar. Ja, ich habe noch nicht die neueste PHP-Version auf meinem Rechner drauf. Sorry. So, also wir müssen hier hin. Ja? Dann kann man sich überlegen, okay, dann ist das ja die URL, wo ich hin muss. Wir nochmal hier hin. So, wir sind sogar jetzt schon hier angelangt. Also hier, wir sind jetzt schon auf der Seite. Jetzt möchte ich ja den Button hier testen. Oh, ich muss mich beeilen, ne? Also, Inspektor, was ist das? ID Confirm Button. Ja, ne? Nehmen wir das. Oh ja, könnte ich auch machen. Hast du recht. Was ist wahrscheinlich, ja. Genau, so, warte, wie ging das jetzt noch? Wir können ja am Test und get, ja. Get, should be visible, ne? Habe ich falsch gemacht? Timeout. Man kann halt auch den Text von dem Button zum Beispiel anklicken. Wo haben wir das gemacht? War das irgendwo noch? Ich habe so viel Gruppen gelesen. Kommen wir mal Button irgendwie, Klammer auf. Nee, das, also der können wir nicht mehr. Ja. Also. Bob, jetzt hat's glaube ich, habe ich auf die Klasse geguckt. So. Also das war jetzt quasi der Test. Jetzt haben wir getestet, ob der Button erstmal da ist. Und jetzt könnte man natürlich auf den Button auch klicken. Genau. Da.
Klick. So, und jetzt kann ich gucken, gibt es hier irgendein Feld, Artikel oder irgendwie was und so weiter. Dann habe ich das getestet. So, das war's. Ja.